Und bist du gerne ein Gangster? London in den 60er Jahren. Jeder hatte irgendeine Geschichte über die Crays. Sie waren Zwillinge. Findest du, dass wir es ähnlich sehen? Reggie war der Gangsterprinz des East End. Ron Cray war eine Ein-Mann-Mafia. Ihr Bruder ist brutal und paranoid, schizophren. Mit anderen Worten, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warte, nein, 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 nein. Ihre Zeit war gekommen und die Crays wurden zur Gangsterlegende. In Zukunft wird London das Las Vegas von Europa sein. Wir brauchen einen, der repräsentiert und einen, der zuschlägt. Alla salute. Kommen Sie nach Philadelphia und wenn Sie wollen, besorgen wir Ihnen ein Mädchen. Ich bevorzuge Jungs. Italiener, kann auch mal einen Griechen, aber ich habe keine Vorurteile. Wer das zugibt, hat echt Eier, mein Junge. Ich und mein Bruder, wir werden London beherrschen. Du könntest ehrlich werden. Das Leben ist nicht immer so, wie wir es wollen. Die Lage ist völlig außer Kontrolle und wir haben es wohl auch mit der amerikanischen Mafia zu tun. Und was genau gedenken Sie zu tun? Wir schnappen uns die Crays. Was dagegen, wenn ich mich wehre? Verbrechen ist ein Geschäft. Du willst keinen Krieg. Doch, will ich schon. Hör dir doch zu, du bist verrückt! Du hast mich gehauen. Ja. Was ist das? Ich wollte ja eigentlich eine anständige Schießerei. Eine Schießerei, ja, ist eine Schießerei! Wie im Western. Ihr Bruder ist eine tickende Zeitbombe. Sie müssen etwas wegen Ron unternehmen. Das kann ich nicht tun. Er ist mein Bruder. Danke, dass wir zusammen diesen Moment erleben dürfen. Es ist ein Moment, von dem so viele geträumt haben. Heute schreiben wir Geschichte. Der Typ, für den du arbeitest, ist ein böser Mensch. Ich arbeite nicht für ihn. Meine Firma arbeitet für ihn. Wirst du dich morgen benehmen? Ich habe dir gesagt, ich mache nur meinen Job. Ich bin Reporter. Ich beobachte Menschen, die nicht beobachtet werden wollen. Was ist an den Vorwürfen dran, dass Sie die Schwächsten anwerben für Tests, die letztendlich Menschen töten? Sie sind am Ende, Mr. Brock. Ist das eine Drohung? Man muss lernen, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Ich kann das ziemlich gut. Aber Sie sind schlecht darin, wer auch immer Sie sind. Ich arbeite für die Life Foundation und ich brauche Ihre Hilfe. Wir haben etwas entdeckt. Wir nennen sie Symbionten. Carlton Drake glaubt, dass die Verbindung zwischen Mensch und Symbiont der Schlüssel zu unserer Evolution ist. Ich fühle mich wirklich krank. Ich höre eine Stimme. Eddie. Du bist nicht real, du bist nur in meinem Kopf. Ich brauche Mr. Drakes Eigentum zurück. Ich habe keine... Warum sollten wir das tun? Wenn du bleibst, dann wirst du nur den bösen Menschen wehtun. So wie ich das sehe, machen wir, was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Bist du bereit, das eine zu opfern? Was dir am meisten bedeutet? Sie sollten große Angst haben. Was zur Hölle bist du? Wir sind Venom. Sollte jeder wissen, wer der Stärkste unter den Jungs in der Nachbarschaft ist, oder? Ich will wissen, wer der stärkste Mann der Welt ist. Und das finden wir heute heraus. Brandon, ich bin's, Pap. Was willst du hier?
Tommy ist zurück. Hat er gesagt, ob er mich sehen will? Ich bin stolz auf dich, Tommy. Was du für den Jungen getan hast, war beeindruckend. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn ertrinken lassen? Tommy Reardon, ich verdanke dir mein Leben. Brandon, Ihr Darlehen ist mehr als überfällig. Die Bank muss sich an die neuen Bilanzvorschriften halten. Wie viel brauchst du? Deswegen bin ich nicht hier, Frank. Ich hatte gehofft, dass du mich trainierst. Ernsthaft? Do it! Wir waren uns doch einig, dass wir unsere Kinder nicht in einer Familie großziehen, in der der Vater beruflich verprügelt wird. Brandon, Sie sind Lehrer. Sie haben bei diesem Psychopathen im Ring nichts verloren. Ich war früher so ein Psychopath. Hab ich wohl in meinem Bewerbungsschreiben nicht erwähnt. Es steht ein großer Wettkampf an. Die 16 Besten der Welt im Mittelgewicht. Der Sieger kriegt alles. Ich brauche einen Trainer. Darin warst du keine Flasche. Frank, ich habe keine Wahl. Ich habe eine Familie. Ich tue das alles nur für sie. Was ist denn hier oben los? Daddy ist jetzt eine Prinzessin. Mom hat dich gebraucht, ich habe dich gebraucht. Du als mein großer Bruder hast mich im Stich gelassen. Ich war erst 16, scheiße, was wusste ich schon? Du hattest eine Wahl, okay? Du hattest eine Wahl. Rachel Tommy Reardon, der über Nacht zur Sensation wurde, und Brandon Conlon, der Physiklehrer, haben ein Wunder vollbracht. Du schaffst es, ich will es dich sagen. Ich schaffe es. Du hast ihn! Das ist unglaublich! Die beiden Fighter, die heute um den Titel kämpfen, sind Brüder! Leg los! Wollen wir diesen Fight gewinnen? Denn wenn nicht, wäre es besser, das Handtuch zu werfen. Es gibt manche Sünden, die du begehst, von denen kommst du nie wieder los. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich hatte mal etwas. Ich wurde respektiert. Wisst ihr, wessen Kohle ihr hier abräumt? Ich wurde gefürchtet. Ich habe gehört, dass Kusama die Bar gar nicht gehört, sondern so ein paar harten Typen. Jemand hat meine Bar überfallen. Findet mein Geld. Wie viel haben die ihn abgenommen? Alles, was in der Kasse war. Haben Sie gar nichts gesehen? Nee. So ist das Viertel hier, oder? Du bist immer noch im Geschäft. Ich? Ich stehe nur hinter der Bar. Du bist kein harter Typ. Wir alle haben eine Vergangenheit. Das ist ein schöner Hund. Das willst du. Besorg mir mein Geld. 10 Uhr bei dir, okay?
Ich komme in Frieden. Wieso das denn? Gibt's Krieg? Das ist nicht gut. Er wird nicht einfach verschwinden. Halt dich fern von ihm. Verstanden? Hast du was Schlimmes vor? Dass wir diesmal nicht wieder hinbiegen können. Ich will, dass du gehst. Du kannst nicht in anderer Leute Leben reinplatzen und erwarten, dass sie... Hör zu. So ist das Leben. Menschen wie ich tauchen auf, wenn du es nicht erwartest. Es war ein kolossales militärisches Desaster. Wir werden bis zum Äußersten gehen. Wir werden uns niemals ergeben. Der Befehl ist ergangen. Wir müssen nach Dünkirchen. Klar bei 8 alleine. Was machst du denn? Du weißt, wo wir hinfahren. In den Krieg, George. Ich werde nützlich sein, Sir. Einer von uns? Er ist hinter mir. Und ich hinter ihm. Das Schiff wird gleich auslaufen. Weiter nach unten. Kinder, alles klar. Torpedo! Wir müssen uns mehr Schiffe schicken. Mit jeder Stunde stößt der Feind weiter vor. Sie setzen jetzt zivile Boote ein. Zivile Boote? Wir brauchen Zerstörer. Wo fahren wir hin? Dünkirchen. Ich gehe nicht zurück. Wir sterben, wenn wir dahin gehen. Ihr seid Wochenendsegler, nicht die verdammte Navy. Ihr solltet zu Hause sein! Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Jetzt brennen sie! Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsstellen kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wir werden uns niemals ergeben. Wo bleibt die verdammte Air Force? Wer ist irgendwann mit einer Spritztour? Ich weiß, wer du bist. Ja, wer denn? Einer der Bondurant-Brüder. Mein Daddy glaubt, ihr seid das Schlimmste, was Franklin je geschehen konnte. Sag deinem Daddy schöne Grüße. Wir können ja alle richtig gutes Geld verdienen. Reiner Maiswhisky, das hier ist White Lightning. Komm schon, Foyce, wir wollen einen Tanz sehen. Ich tanze doch nicht für euch zwei Volltrottel. Komm, mach schon. Sehr beeindruckend, wirklich. Ich gebe dir $4. Der Preis war 5. Dieses Geschäft hat sämtliche Ehre verloren. Das sind $2,000, abzüglich Provision. Sieh dich an. Spielst dich auf, als wärst du Al Capone. In der Stadt habe ich gehört, dass hier eine Aushilfe brauchen wird. Nun, Mr. Bondurant, kriege ich den Job? Es scheint, du bist an gewissen illegalen Aktivitäten beteiligt. Das ist der neue Special Deputy. Er kommt aus der Stadt, um uns zu unterstützen. Er will dafür sorgen, dass jeder hier sein kleines Stück vom Kuchen abkriegen kann. Sieh an. Ich bin der Mann, der dir im Leben von nun an viele Schwierigkeiten macht. Solltest du nicht spuren, kleiner Hinterwelt. Ich bin ein Bondurant. Und wir gehen vor keinem auf die Knie. Die, die auf ihn losgegangen sind, haben gefährliche Auftraggeber. Es besteht die hartnäckige Meinung in der Gegend, dass Forrest Bondurant etwas anders als andere Menschen ist. Sie meinen Unsterblich? Sheriff, Sie haben keinen Schimmer, was eine Tommy Gun von Ihren Unsterblichen übrig lässt. Wir sind Kämpfer. Wir kommen.
kontrollieren die Furcht. Denn hätten wir keine Furcht, dann wären wir alle schon so gut wie tot. Das wird ein Krieg, der hier heraufzieht. Keiner von euch überlebt hier. Es ist nicht die Gewalt, die den Wert eines Mannes ausmacht. Seine Stärke ist darin zu erkennen, wie weit er bereit ist zu gehen. In diesem Wüstenland bin ich der Einzige, der vor den Lebenden und den Toten flieht. Ein Mann reduziert auf einen einzigen Instinkt. Überleben. Allein durch meine Hand werdet ihr euch erheben. Aus der Asche dieser Welt! Wir sind keine Sachen! Wir sind keine Sachen! Wohin bringt sie sie? Ich will sie zurück! Sie sind mein Eigentum! Was für ein Tag! Was für ein schöner Tag! Ihr wollt da durch? Dann los! Als die Welt zerfiel, war jeder von uns auf seine Weise gebrochen. Es war schwer zu sagen, wer verrückter war. Ich oder alle anderen. Hallo, Katrina. Es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Was ist passiert? Ich komme nicht nach Hause. Sie haben einen Anruf. Hier ist Ivan Locke. Wir haben hier ein Problem. Du bist für das Ganze verantwortlich, aber du hast beschlossen, nicht dabei zu sein. Meine Entscheidung steht fest. Hey, Dad, kommst du bald? Sean, es ist was passiert. Du musst jetzt ganz stark sein. Es wird eine lange Nacht. Uns drohen Verluste in Höhe von 100 Millionen Dollar, wenn irgendwas... Diese Entscheidung steht und da drücke ich mich jetzt nicht davor. Wie lange brauchst du noch? Ich muss das klären. Du bist gefeuert. Bitte, 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 bitte. Wo bist du jetzt? Ich bin da 23 gewesen. Lauf, lauf, los! Untersteh dich mir zu Druck. Sie sagen, es gäbe Komplikationen. Es geht alles vor die Hunde. Ich tue, was getan werden muss. Hast du den Verstand verloren? Halte dich an den Plan. Bist du noch dran, Eisen?